Vorletzten Samstag auf dem Ammersee. Noch 10 Minuten bis zum Start der 24-Stunden-Regatta. Mit dabei die Belle Epoque und ihre Crew. Jetzt muss jeder Handgriff sitzen. Das Wetter ist gut. Wie sind sonst die Bedingungen? Wir müssen uns heute auf viel Wind einstellen. Das bedeutet, dass wir mit Schräglage arbeiten müssen. Eventuell müssen wir sogar Reff reinlegen. Und es wird der erste Schlag nach Norden, der wird schon sportlich und nicht ganz trocken. Ja, das wird jetzt beim Start noch mal interessant. Vor allem, weil man ja nicht gleich durch die Ziellinie kann, sondern bis es losgeht, halt hin und her kreuzen muss. Und bei den, ich glaube, 85 Booten sind es dieses Mal, kommt man dem einen oder anderen schon sehr nach. Oh, das erste Ausweichmanöver. Nochmal alles gut gegangen. Eines ist jetzt schon klar. So eine Regatta hat es in sich. Aber der Reihe nach. 2 Stunden vorher auf dem Gelände des Veranstalters, dem Segelclub Landsberg am Lech. Reinhold Quast hat schon gestern die Biga 270 startklar gemacht. Seine Crew, Schwager Thomas, Ostsee erfahren. Und Isabella, eine Freundin seiner Familie. Seit 2 Jahren begeisterte Seglerin. Letzte Vorbereitungen. So, das ist ein Softschäkel. Ja, die Herausforderung ist, dass man in die Nacht hineinsegelt. Das heißt, man hat wechselnde Lichtverhältnisse, dazu das Wetter. Und dass man entsprechend natürlich auch die 24 Stunden über fit bleibt und eine gleichmäßige Performance abliefert. Dazu gehört auch: Man sollte eigentlich nicht mit einem anderen Boot zusammenstoßen. Also so auf der Fläche macht es keinen Unterschied, aber gerade bei den Bojen ist es schon sehr eng. So ein persönliches Ziel, welcher Platz? Sagen wir mal so, mindestens so wie letztes Jahr, da waren wir Dritter in unserer Gruppe, also das wäre schön. Jetzt muss es schnell gehen. Reinhold will noch mit seiner Crew die Segel trimmen. Habt ihr Leinen über? Eigentlich segelt er ja mit seinem Schiff auf dem Meer. Die Belle Epoque ist für viel Wind gebaut. Genau das könnte heute von Nachteil sein. Nicht selbstverständlich und eventuell ein Hindernis, unser Kamerateam an Bord. An dieser Regatta kann jedes Boot teilnehmen. Damit es gerecht zugeht, bekommen alle eine sogenannte Yardstick-Zahl. Diese Zahl wird mit der gesegelten Zeit multipliziert. Eine Wissenschaft für sich. Ziel ist es, in 24 Stunden möglichst viele Bojen zu umrunden. So, jetzt können wir mal hören. Auf der Belle Epoque steigt die Anspannung. Noch 1 Minute bis zum Start. Reinhold will sich vom Gerangel um die beste Startposition raushalten. In den letzten Sekunden muss er doch noch einem anderen Boot ausweichen. Hilft nichts. Los geht die Regatta. Richtung Schondorf. Zur Boje 1. Es ist der ideale Wind für die Belle Epoque. Krängung, also die Bootsneigung, und Geschwindigkeit passen. Isabella behält die Boote im Windschatten im Blick. Gleich zu Beginn das erste Kopf-an-Kopf-Rennen mit einer schnittigen Yacht, einem Haarboot. Noch liegt die Belle Epoque vorne. Doch das Haarboot holt auf. War's das? Nein, die Belle Epoque liegt tatsächlich vorne. Ein erster kleiner Erfolg. Jetzt darf bloß der Wind nicht nachlassen. Derweil im Segelclub Landsberg am Lech. Wettfahrtleiter Richard Zobel und Uli Schmidt von Altenstadt verfolgen die Regatta per Tracking-App. Zusätzlich werden die genauen Zeiten direkt an den Bojen genommen. Aber in der Herrschung der Bucht schwierige Verhältnisse. Absolut. Also hier draußen haben wir schön Westwind, aber in der Bucht ist gerade. Beide sind erfahrene Regattasegler. Also eigentlich entscheidet sich's nachts, weil nachts sind oft Windverhältnisse, wo man die Windfelder sehen müsste. Man sieht sie aber nicht und der sie erwischt, hat teilweise einen Riesenvorteil. Der sie nicht erwischt, kann teilweise eine ganze Zeit lang stehen bleiben.
Mit der App haben sie ein Boot in Not entdeckt. Die Wasserwacht ist informiert. Stunden später bei Boje 4. Der Wind hat nachgelassen. Das Haarboot hat unsere Crew doch noch abgehängt. Zeit für eine Pause. Ist der Kartoffelsalat. So. Und ganz unten sind die Frikadellen. Und da sind die Wienerle. Und es ist anstrengend, da merkt man schon. Wenn man so, man ist unterwegs jetzt seit 7 Stunden. Das Servieren der Brotzeit, eine wackelige Angelegenheit. Aber die Crew muss bei Kräften bleiben. Das war gerade vorhin so viel Wind, dass wir eigentlich die ganze Zeit mit dem Segeln beschäftigt waren. Und dann kann man einem auch nicht mal Pause machen und sich hinsetzen. Gerade wenn die Kränkung so stark ist, weil sonst alles über Bord fliegen würde, was man in der Hand hat. Das Regattafeld ist inzwischen weit auseinandergezogen. Die Belle Epoque liegt irgendwo im Mittelfeld. Vielleicht kommt ja noch nachts der ersehnte Wind. Ich habe schon Regatten gegeben mit Nebel, mit Wolken, Regen. Und da hast du nachts wirklich nichts gesehen. Es staubduster. Und dann taucht ein Geisterschiff auf. Plötzlich so, wirklich. Backbord, bitte. Wie er gerade jetzt. Ist auch ein Geisterschiff. Es ist die Viking, das größte Schiff auf dem Ammersee. Der Wind nimmt eher ab statt zu. Also mal schauen, wie es in 5 Stunden ausschaut. Vielleicht wollen wir dann auch alle schlafen, aber momentan ist es doch total in Ordnung. Wie die Nacht wohl wird? In den Morgenstunden werden wir wieder an Bord gehen. Es ist 4 Uhr morgens, vor Breitbrunn. Bis auf Thomas hat keiner ein Auge zugetan. Wenn man jetzt nicht die ganze Zeit so viel Action hat, kann man ja auch ein bisschen entspannen. Und ich meine, es ist so schön, es ist auch in der Nacht gewesen, weil ein klarer Himmel war. Und da will man auch eigentlich wach bleiben, weil das sieht man halt nicht oft. Die Nacht ist kalt. Ja, 9 Grad. Und wenn man dann tagsüber von der Sonne ausgeglüht wird, da fängt man dann schon an und sagt, könnte wärmer sein. Ne? Reinhold kocht gerade Kaffee in der Kajüte. In der Herrschinger Bucht dann die totale Flaute. Morgen. 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 Matthias, kannst du uns mal einen Schubser geben? Schubser geben? Dass wir uns drehen und zwar da. Wir müssen noch um die Boje. Wir auch. Aber das Boot hat sich von selber so gestellt. Ja, sehr, sehr armselig jetzt gerade. Der Crew auf dem 2,3-Tonner bleibt nichts anderes übrig, als die Flaute auszusitzen. Leichtere Boote ziehen einfach vorbei. Es dauert eine halbe Stunde, bis sie endlich Boje 3 erreichen. Noch 5 Stunden bis zum Ende der Regatta. Kurz vor 12. Gleich sind die 24 Stunden rum. Jede umrundete Boje zählt. Der Sturmvogel hat gerade noch eine geschafft. Aus und vorbei. Eine halbe Stunde später hat es auch unsere Crew geschafft. Sie sind 200 Meter vor der letzten Boje hängen geblieben. Alle wissen, das kostet Plätze. Versauert sind wir kurz vor der letzten Boje. Ja, der Schluss hätte besser sein können, aber hilft nichts. Für nächstes Jahr wissen wir's. Das Endergebnis steht erst später fest. Die Belle Epoque ist auf Platz 45 gelandet. Egal, beim nächsten Mal sind sie wieder mit dabei.